Saphire, das ist schon mal sehr gut. Tunnel 2, diesmal muss ich echt aufpassen. Sehr schön. Und der Rest greift an. Gut. Ansonsten werde ich das so machen müssen. Soweit das unnötige Zeug verkaufen, bei Unorna vorbeischauen und dort alle nicht alles kaufen, aber gut ausrüsten. Es sei euch gestattet, meinem Körper Blut zu entziehen. Ja, das wollte ich eher weniger. Komm, trink nein! Die Mitte des Todes. Zur Hölle mit euch! Toll, die Teerflasche. Und dennoch brauche ich immer noch einen Haufen Vitae. Trink jetzt vom Nosferatu. Geschafft. Das sind Saphire aufgenommen, ein weiteres Mal. Weil ich auch echt viel Schaden einstecke. Zur Hölle mit euch! Blutgeschick. Christoph. Boah, man schlägt zu und man trifft nicht. Das ist natürlich auch heftig. Drei Nosferatu. Es sei euch gestattet, mein Blut zu entziehen. Nein! Mann! Ich visier den gottverdammten Nosferatu an und Christoph trinkt von Wilhelm. Dabei brauchen die alle ihr Blut. Sirena? Ja, du Untoten. Geschärfte Sinne. Flasche. Schild. Okay, interessant zu wissen. Hebt nur eine Zeit lang. Die Disziplin. Vigor Mortis probiere ich mal als nächstes aus. Ah.
das ist interessant. Leute, ihr seid alle im Weg. Jawohl. Trink ihn leer. Christoph hat natürlich Geschwindigkeit eingesetzt. Dass man das nicht irgendwie einstellen kann, welche Disziplin wer wann einsetzen soll, das finde ich grauenhaft. Finde ich echt schlimm. Ich habe leer getrunken, da gibt es nichts zum Wiederbewerten. Wiederbeleben. Meine Güte. Ich glaube, ich sollte echt nicht mehr spät aufnehmen. Ach, Wilhelm, du hast ja noch Vitae. Dann drück was ab an Christoph. Davidstern. Goldsack. Au. Vor allem, dass man da echt schnell in Raserei gerät, das kotzt mich auch so derbe an. Lederhaube. Wilhelm sollte dringend etwas Vitae zu sich nehmen. Ansonsten steht es ein bisschen schlecht um ihn. Und das ist überhaupt nicht gut. Geschärfte Sinne kriegt Christoph. Erwecken. Geschärfte Sinne. Saphire kommt weg. Jetzt noch Münzen. Jetzt noch ein Sarg. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Stärke. Blutstärke. Blutgeschick. Ich glaube, ich weiß, wie ich das gleich angehe. Ist es die Stelle? Ja, das ist die Stelle. Geschärfte Sinne. Blutgeschick. Und raus. Zur Hölle mit euch! Nein. Das Tier erwacht.
verdammt. Oh shit. Wilhelm, alles hängt jetzt von dir ab. Nein? Wenn ja, dann weiß ich, weshalb ich den Kampf verliere. Ja, ich weiß, wieso ich den Kampf verliere. Weil dieser Ortelios, die verdammte beschissene, hundertprozentige Disziplin-Austreibung des Tiers einsetzt. Da habe ich natürlich keine Chance dagegen, wenn der Austreibung des Tiers einsetzt. Den muss ich dann so schnell wie möglich ausschalten, bevor er überhaupt richtig dazu kommt, Austreibung des Tiers einzusetzen. Das ist eine ganz, ganz fürchterlich und eine ganz miese, hinterhältige Disziplin. Wenn man nämlich in Raserei ist und die Technik einsetzt, dann verfällt nämlich derjenige in Raserei. Nix Schattenmantel. Boah, das hasse ich an den Nosferatus. Dabei war die Taktik gar nicht mal so schlecht. Lederrüstung. Was kann Wilhelm nochmal für Disziplin? Tierklauen, Augen des Tiers. Chef das Augenlicht. Gestaltwandel, Präsenz. Stärke. Kann er, okay. Achso. Christoph hat null Blut mehr. Weniger schön. Ja, ja. Irgendeine Tierhaftigkeit, Lockruf. Ich versuch's noch einmal, jetzt allerdings mit Wilhelm. Und wenn ich's nicht pack, dann muss ich wohl oder übel den ganzen Weg zurücklaufen. Ich muss mich neu ausrüsten, weil keiner von denen kann Abgrund durch Dingens. Abgrund. Nee. Weg durch den Abgrund. Dass ich zurück in meine sichere Zufluchtsstätte komme. Hat da nicht gerade was geleuchtet? Wilhelm, ich muss schon sagen. Stärke hebt gut bei dir an. Wenn das Trinken doch nur noch funktionieren würde. Moment, das ist die Chance. Ich bin zur Jagd auf die Lebendigen, verdammt!
Nein, nein, nein. Okay, da ist umgekippt. Schriftrolle der Blutheilung, interessant. Geschärfte Sinne aktivieren und erstmal alles Blut absaugen. Weil Christoph braucht auch Blut. Sehr schön. Los, komm mit. Ach verdammt, die Rasselbande habe ich komplett vergessen. Natürlich. Na komm schon. Jetzt bin ich gespannt, ob es so klappt, wie ich es mir vorstelle, mit Serena. Hey, das läuft ja gerade ganz gut. Serena hat einen neuen Status erlangt. Sie ist jetzt ebenfalls ein Killer. Interessant. Huch, wo hat sie auf einmal das ganze Blut? Hat sie etwa das durch das Upgrade bekommen? Natürlich sind jetzt die Leichen verschwunden. Und ich kann die nicht reanimieren zum Kampf. Lange nach Blut. Ja, du kriegst jetzt auch Blut. Kommt, trink die Vite des Todes. So. Soll Wilhelm erstmal ein bisschen Blut trinken von Serena?